Was geht, Freunde? Wir haben jetzt gerade 8:14 Uhr morgens. Ich bin gerade aufgestanden. Gefühlt ist es draußen einfach gerade erst hell geworden. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Ich bin so müde. Aber jetzt startet mein Tag. In diesem Sinne, hey Freunde, was geht ab? Guten Morgen. Willkommen bei meinem einen Tag im Leben von Smiley Video. Ich glaube, das Ganze könnte ganz interessant werden. Ich werde euch heute einfach den ganzen Tag mal ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, was in meinem Leben so passiert. Ich bin jetzt gerade eben erst aufgestanden. Jetzt, was sollte man natürlich tun, wenn man gerade aufgestanden ist? Erstmal ein bisschen Wasser ins Gesicht machen, um wach zu werden. Schon viel besser. Seid ihr Menschen, die morgens aufstehen können, wach werden und direkt da sind? Ich erinnere mich nämlich daran, Simon war einer dieser Menschen. Und ich schwöre euch, ich brauche morgens mindestens meine 20 Minuten, wenn nicht sogar eine halbe Stunde oder einen Kaffee, bis ich wirklich wach bin. So, wie geht's dann weiter an meinem Morgen? Eigentlich würde ich jetzt ins Gym fahren. Dadurch, dass die Gyms aber ja jetzt wieder zugemacht haben wegen dem zweiten Lockdown und Corona, werde ich jetzt ein kleines Homeworkout machen. Viertelstunde, 20 Minuten. Dafür habe ich eine Yogamatte hier zu Hause. Die kommt jetzt einfach hier ins Wohnzimmer. Ziemlich genau so. Und darauf kann ich mir jetzt meine 5, 6 Übungen machen. Okay, Freunde. Viertelstunde, Morgensport. Los geht's. Was ist natürlich wichtig und darf nicht fehlen, wenn man sich am Morgen schon sportlich betätigt hat? Genau. Eine Zigarette. Ja, einige von euch wissen es mittlerweile schon aus dem Video von Dima. Ich bin Raucher und tut mir den Gefallen, wenn ihr nicht schon Raucher seid, dann fangt mit dem Scheiß gar nicht erst an. Glaubt mir, es ist in nichts gut. Ihr stinkt, ihr seid abhängig, es ist teuer, es ist ungesund. Also in allem lasst es einfach sein. Es bringt nichts. Jetzt wird erstmal eine geraucht. Ey, das Wetter heute ist unfassbar. Das ist ein Traum. Wirklich. Wir sehen uns gleich wieder nach der Zigarette. Bis gleich. Und was darf natürlich an einem Morgen zum Wachwerden nicht fehlen? Eine Dusche. Deswegen werde ich jetzt duschen gehen. Da nehme ich euch natürlich nicht mit rein. Aber wir sehen uns danach gleich wieder. Bis gleich. So. Frisch geduscht, frische Klamotten an. So kann der Tag starten. Ich habe leider noch keinen Föhn hier, deswegen mache ich mir die Haare gleich, wenn ich im Haus bin, und lasse die einfach Luft trocknen. Jetzt steht natürlich etwas anderes Wichtiges noch an, was man auch morgens tun muss. Und zwar Zähneputzen. So. Seid ihr Menschen, die beim Zähneputzen im Badezimmer bleiben? Oder lauft ihr raus? Weil ich bin absolut jemand, der beim Zähneputzen durch die Gegend rennt. Und ich habe mir letztens sagen lassen, eigentlich war ich ein Mensch, der immer vor dem Zähneputzen gefrühstückt hat. Und mein Zahnarzt hat mir gesagt, das ist schlecht für den Zahnschmelz. Deswegen soll man nach dem Zähneputzen frühstücken. Was aber voll abpackt, weil du dann immer diesen Zahnpasta-Geschmack hast. Aber, naja, bis gleich. So. Zähne sind geputzt, Haare werden langsam trockener. Das ist mein Frühstück heute. Und das esse ich jetzt noch ganz kurz hier. Und danach schwinge ich mich ins Auto und fahre rüber zum Haus. So, auf dem Weg zum Haus. Haare immer noch nicht gemacht, aber das mache ich gleich im Haus. Dann zeige ich euch auch, wie das geht. Weil auf Instagram öfter mir die Frage kam, wie ich mir eigentlich die Haare mache und wie ich das hinkriege, dass ich so Locken habe. Ist gar nicht so schwer, das werdet ihr gleich sehen. Und auf dem Weg werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch einen Kaffee holen, weil ich immer noch ein bisschen verklatscht bin. Wir sehen uns gleich. So, angekommen bei der Tankstelle. Ich werde mir jetzt einen Kaffee holen gehen und dann bringe ich für Rob auch noch einen mit. Da freut er sich bestimmt. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, ein Kaffee für mich, ein Kaffee für Rob. Und jetzt geht die Fahrt weiter ins Haus. Dann sehen wir mal, wer alles schon so wach ist. Ist Rob gar nicht hier? Nee, noch nicht. Aber ich bin hier. Dann kriegst Danke du den Kaffee. Cheers. Cheers. Ja. Guten Morgen. So sieht's dann aus, wenn ich morgens ins Haus komme. Oftmals sitzt dann nur Falco oder Dima hier und alle anderen sind noch gar nicht wach. Alles klar, dann genießen wir jetzt unser Kaffee und wir sehen uns gleich wieder, wenn's weitergeht. Bis gleich. Okay, ich habe hier dieses Wachs von Mark Eggers. Ich nutze es auch immer. Das ist gut, ne? Ich mag das auch voll gerne. Davon braucht man auch nicht so viel, weil das echt krass dolle klebt. Dann verschmiere ich das in meinen Händen, sodass die gesamte Handfläche weiß ist, dann gehe ich einmal in meine Haare rein, mache das überall hin und streiche die so nach vorne, dass echt überall schon ein bisschen Wachs ist. Und dann nehmt ihr einfach eure beiden Hände, geht rein und macht so. Das sieht zwar total bescheuert aus und ihr seht auch erstmal aus wie ein Clown. Und dann müsst ihr einfach anfangen, alles nach vorne zu ziehen und schön runterzulegen. So.
Und wenn ihr nach dem ersten Durchgang noch nicht zufrieden seid, wobei ich finde eigentlich jetzt sogar... Sieht schon ganz gut aus, oder? Bellissimo. Wenn ihr nach dem ersten Durchgang noch nicht zufrieden seid, macht ihr das einfach so lange und macht euch immer mehr Locken, bis ihr happy seid mit dem Ganzen. Dann könnt ihr optional noch Haarspray benutzen für den Hals. Aber bei dem Wachs finde ich tatsächlich, man braucht das gar nicht mehr, weil das echt krass stark ist. So sieht es dann von hinten aus. So, rundherum. Ja, perfekt. Jetzt sind wir ready für den Tag. So, man sollte natürlich auch allen Leuten, die hier wohnen, guten Morgen sagen, wenn man ankommt. Sandy? Oh. Was geht ab? Wir haben 11:12. Alter. Wann musst du Podcast aufnehmen? Schon vor einer Stunde. Perfekt, Sandy. Wir sehen uns später, Bro. Oh Mann. Okay, ich habe tatsächlich erfahren, Rob ist gar nicht hier. Der ist unterwegs, der besorgt irgendwas. Aber es ist noch eine Person runtergekommen, die wir heute auch noch nicht begrüßt haben. Dima Kozlowski. Hey. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Alles fit? Ja, ich... Ich habe hier Sport gemacht. Mit der Eismaschine? Ja. Ich habe versucht herauszufinden, wie man das bedient, weil wir beide heute ein Video drehen. Oh, okay. Um eigenes Eis zu bereiten. Wow. Und ich habe keine Ahnung, wie man diese Maschine benutzt, gell? Dazu später dann mehr. Bis dahin muss ich noch ein, zwei Dinge am Laptop erledigen. Da habe ich mir schon meine kleine Arbeitsecke auf der Couch eingerichtet. Da muss ich jetzt noch ein Thumbnail machen und ein, zwei Dinge abarbeiten. Und dann wird gleich mit Dima gedreht. Ihr habt Bock, Alter. Hast du auch Bock? Perfekt. So, wir haben mittlerweile schon 4:30. Ich stehe gerade draußen mit Drops Cutter, Thomas. Moin. Und wir rauchen eine zusammen. Jetzt gleich drehe ich mit Dima noch sein Video zu Ende. Dann muss ich noch ein paar Sachen organisieren. Und dann werde ich noch einkaufen fahren. Weil das muss ich ja jetzt tun. Ich wohne ja jetzt alleine. Und dann geht's ab nach Hause. So, Rob hat mich gerade gerufen. Was geht ab? Du warst einfach noch gar nicht zu sehen heute, Digga. Du warst den ganzen Tag unterwegs. Ich musste für Videos einkaufen. Was geht? Alles fresh? Ja, bei dir. Ich hab dir heute Morgen sogar einen Kaffee mitgebracht, aber du warst nicht da. Ey, das Geilste war, als du bei deinen Eltern gewohnt hast, dass du manchmal richtig guten Kaffee morgens mitgebracht hast. Ich hol morgen einen bei meinen Eltern. Unsere Kaffeemaschine ist so kacke, ey. Ja, wir drehen gleich. Also, wir oder ihr? Ich glaube mit Sandy und Dima. Ah, ja, okay. Ja. Hast du Lust auf Burger King oder McDonald's? Was soll ich dir holen? Ich brauche eine kleine Cola nur. Ja, dann oder ich eine mittlere gleich. Cola, eine mittlere Cola. Okay, dann fahre ich gleich schnell los. Tausend Dank. Tausend ja, dann nehme ich euch da. Auf. Perfekt. Dann nehme ich euch da noch mit. Dann fahren wir auf jeden Fall noch kurz zu Mc's oder Burger King, holen für Rob eine mittlere Cola. Danach fahre ich nach Hause und dann sehen wir uns da nochmal wieder. Cola habe ich besorgt. Jetzt muss ich ganz schnell wieder zurück ins Haus fahren, weil ich muss ja noch das Video mit Dima beenden. Und Rob will natürlich auch drehen. Deswegen Licht aus, schnell ins Haus. Bis gleich. So, wie ich gesagt hatte, bin ich jetzt eben nochmal zu meinen Eltern gefahren, weil hier noch ein Paket für mich angekommen ist. Und das wollte ich anprobieren. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht. So. Das hier ist der neue Hoodie. Ich bin zufrieden, der ist zwar dünner, als ich gedacht hätte tatsächlich, aber trotzdem mega gemütlich, voll kuschelig. Jetzt gehe ich noch schnell einkaufen und dann geht's ab nach Hause. Und dann werde ich noch ein, zwei Fragen beantworten, weil ihr mir auf Instagram heute Morgen zu meiner Story eine Menge Fragen gestellt habt, die euch anscheinend interessieren zu der Wohnung und sowas alles. Deswegen werde ich das zu Hause gleich noch machen. Okay, ich bin jetzt beim Supermarkt angekommen, wie man vielleicht erkennen kann. Ich darf da drin nur leider eigentlich nicht filmen, deswegen muss ich so ein bisschen auf Undercover filmen. Aber ich werde euch einfach vorne in den Einkaufswagen legen, damit ihr First Person quasi seht. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen besorgen, weil ich habe nichts mehr zu Hause. Ich habe nicht mal Wasser oder Öl oder irgendwas zu Hause. Deswegen werde ich jetzt noch ein paar Dinge besorgen. Bis gleich. Ich fahre sogar noch Toilettenpapier ergattern. Und ich habe alles bekommen, was ich haben wollte. Perfekter Einkauf, würde ich sagen. Das muss jetzt irgendwie nur noch alles in mein Auto reinpassen. Ja, und wenn das geklappt hat, geht's ab nach Hause. So, Hoodie direkt angelassen. Jetzt muss ich noch den Kühlschrank einräumen. Zum ersten Mal, seitdem ich hier wohne. Wie ihr seht, ist der noch ziemlich leer. Deswegen kommt da jetzt ordentlich was rein. Fangen wir an mit Tüte Nummer 1. Gefühlt hat sich der Kühlschrank nur minimal gefüllt. Aber ich meine, ich wohne alleine. So viel braucht man da ja auch gar nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach alles. Ich habe eine Menge Obst gekauft. Ich habe mir Brot gekauft. Öl und Essig hatte ich bisher auch noch nicht hier zum Braten und so. Habe ich mir heute auch mal geholt. Hoffen wir mal. Das reicht jetzt für die nächsten Tage. Und jetzt setze ich mich noch rüber auf die Couch und beantworte euch ein paar Fragen, die ihr mir heute Morgen auf Instagram gestellt habt. Falls ihr da jetzt nicht dabei seid, aber gerne auch beim nächsten Mal dabei sein wollt, wenn ich so eine Fragerunde mache auf Instagram, checkt auf jeden Fall die Videobox aus, weil da ist mein Instagram unten
verlinkt. Dann könnt ihr das auf jeden Fall auch mal auschecken und beim nächsten Mal auch dabei sein. Und dann kann ich eure Frage auch beantworten. Jetzt werde ich abschließend noch mal ein paar Fragen von euch auf Instagram beantworten, die ihr mir heute Morgen gestellt habt, als ich gefragt habe, was ich aus meinem Leben so alles zeigen soll. Zum Abschluss des Abends. Jemand hat gefragt, bist du momentan glücklich? Also ich muss sagen, zurzeit bin ich wirklich sehr zufrieden mit der neuen Wohnung, mit der Situation im Haus, die Leute da. Ich habe Spaß am Videos drehen. Ich lieb's. Ich kann mir damit jetzt plötzlich eine eigene Wohnung leisten. Da möchte ich an der Stelle natürlich auch nochmal ein riesen Dankeschön an jeden von euch da draußen, der mich abonniert hat und vor allem der meine Videos regelmäßig schaut, danken. Das ist echt nicht normal, wie viele Leute sich mittlerweile für mein Leben interessieren. Deswegen möchte ich euch mit diesen ganzen Vlogs jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr Einblick in meine Privatsphäre geben. Dann nochmal ein riesen Dankeschön und ja, ich bin sehr zufrieden mit allem. Hier fragt jemand, wie lange ich bei Smileys gearbeitet habe. Also ich habe einmal bei Smileys gearbeitet, da habe ich ungefähr ein halbes Jahr dort gearbeitet, dann habe ich da aufgehört. Habe in einer anderen Firma gearbeitet und dann wieder weiter danach bei Smileys nebenbei gearbeitet. Und das war wieder ein halbes Jahr, also insgesamt ein Jahr und das war auf 2 Jahre verteilt. In der gesamten Zeit habe ich ein Jahr quasi bei Smileys gearbeitet. Was machst du, bevor du ins Bett gehst? Boah, meistens Netflix schauen, manchmal noch mit Freunden raus. Jetzt kommen Freunde auch bestimmt ab und zu mal hier hin, hoffe ich. Aber geht ja im Moment leider nicht so gut wegen Corona. Aber ja, Netflix schauen, PlayStation spielen, ich denke mal das Übliche, was man halt so macht, bevor man schlafen geht. In diesem Sinne, das war ein Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ich als nächstes filmen soll als Vlog. Aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu lachen. Wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Tschüssi.